Hallo ihr Lieben. Heute haben wir ein bisschen eine andere Karte von einer fiktiven Welt. Ihr habt sicher schon erkannt, das ist Mittelerde. Das heißt, wir machen heute einen Ausflug in die Welt von Tolkien. Zu Herr der Ringe, zum Hobbit und Silmarillion. Die Karte, die ich hier habe, ist von einem kleinen Etsy-Store. Ich werde euch einen Link in die Beschreibung reinsetzen. Ist mit einer kleinen Notiz hier. Printed copy of an original illustration made by Andres Zagueiras. Und bei der Karte war auch noch dieses Lesezeichen dabei. Lord of the Rings, the Shire, so das Auenland, sind hier Gandalf und Frodo vor einem Hobbithaus mit dieser sanften Hügellandschaft im Hintergrund. Und ich muss auch noch zugeben, ich habe zwar die Herr der Ringe-Filme gesehen und damals, als die rausgekommen sind, sogar eine deutsche Übersetzung gelesen. Aber ich habe so beim Vorbereiten von diesem Video gemerkt, so viel weiß ich irgendwie gar nicht über Herr der Ringe. Da gibt es so viele Details, so viele Geschichten und Hintergründe. Und natürlich ganz viele engagierte Fans, die sich da intensiv damit auseinandergesetzt haben. Ich glaube, so viel Info wie zu Herr der Ringe habe ich noch zu keinem anderen Thema gesucht und gelesen. Und wenn ihr ein großer Herr der Ringe-Fan seid, dann könnt ihr mir gerne noch ein paar interessante Details in die Kommentare schreiben. Ich finde das echt faszinierend, wie viel da dabei ist. Wenn wir uns die Karte jetzt mal genauer ansehen, fallen als erstes zwei Sachen auf. Wir sehen hier nur einen Ausschnitt von einem Kontinent. Die Mittelerde geht nach Norden noch weiter, aber die Karte endet hier. Das Gleiche ist im Osten und im Süden. Und das Meer im Westen ist dann auch hier von der Karte begrenzt. Die Gebiete in Mittelerde selbst sind auch ungleich detailliert ausgefüllt. Wir sehen hier im Zentrum ganz, ganz viele kleinräumige Details. Aber weiter nach Osten ist das Land dann überraschend leer. Das heißt aber nicht unbedingt, dass hier nichts ist, nur Steppe oder Wüste, sondern eher, dass es Sinn macht, wenn man diese Karte als Teil der Geschichte sehen. Also die ist in dieser fiktiven Welt drinnen.
und vielleicht von Bilbo oder Frodo nach ihren Reisen gezeichnet worden? Es ist nicht eine Karte über die Geschichte, sondern eine Karte in der Geschichte. Und das Zweite, das hier noch auffällt, wir haben hier so ein schönes Banner, Mittelerde am Ende des dritten Zeitalters. Und das erzählt uns dann auch gleich wieder dieser Hinweis, dass das Land nicht immer so ausgesehen hat. Wenn man ein bisschen weiter in die Vergangenheit geht, ins zweite Zeitalter, dann wird diese Karte hier nach Westen sehr viel größer sein. Wir haben hier eine untergegangene Landmasse, von der nur Lindon übrig geblieben ist. Hier bis zu den blauen Bergen und den grauen Antworten. Das war hier von den Elben besiedelt. Aber ist tatsächlich schon vor dem zweiten Zeitalter untergegangen. Im zweiten Zeitalter hätten wir im Westen noch die Insel Numenor. Eine wunderschöne Insel mit einem Königreich, besiedelt von Menschen, die besonders lange gelebt haben. Im zweiten Zeitalter sind sie hier nach Mittelerde gesegelt und haben mit den Elben Sauron besiegt. Die Nachkommen, die Königreiche Gondor und Arnor gegründet. Numenor selbst aber ist in den Fluten versunken. Und in die andere Richtung zeitlich gesehen wird die Welt dann auch wieder anders aussehen. Tolkien hat seine Schöpfung Ea genannt. Das ist das, was ist. Und der Planet selbst ist Arda. Und das klingt ein bisschen schon wie Erde. Und tatsächlich war seine Idee, dass es eine fiktive Geschichte der Erde ist. Seine fiktive Vergangenheit, weil dass dieses Erde sich langsam verändert und dann irgendwann im sechsten oder siebten Zeitalter wird es auch schon wie unsere Erde mit unseren Kontinenten. Auch die Berge, die hier eingezeichnet sind, wie hier das Nebelgebirge, war nicht immer da, sondern ist mit der Zeit erst erschaffen worden. Bei dieser Entstehungsgeschichte geht es auch viel um diesen Kampf zwischen Gut und Böse. Die ersten Geschöpfe waren die Valar, so etwas wie gottgleiche oder engelshafte Wesen. Und man könnte sagen, einer von diesen Engeln ist gestürzt, so wie Luzifer in der christlichen Mythologie. Das war Melkor. Der ist besiegt und verbannt worden. Aber einer seiner Heerführer war Sauron. Und Sauron hat dann das Schicksal von Mittelerde noch ganz lange bestimmt.
bis ans Ende vom dritten Zeitalter. Aber schauen wir uns das mal alles genauer an. Wir haben schon gesagt, hier ganz im Westen ist Lindon. Der letzte Teil von diesem untergegangenen Reich der Helden. Und hier von den grauen Hanfoten segeln die Elben nach Westen, nach Valinor. Das ist noch so ein Gebiet, das anfangs Teil von Arda war, als es noch eine flache Welt war, aber dann irgendwann aus dieser Welt entfernt wurde und es quasi in einer anderen Sphäre existiert, wo nur die Elben hinkommen. Hier in Eriador beginnt die Geschichte, so wie sie die meisten kennen, im Auenland, the Shire. Ein bisschen einer englischen Landschaft nachempfunden. Ein idyllisches kleines Gebiet, in dem die Hobbits leben, die vom Rest der Welt gar nicht so viel wissen und von den meisten auch nicht gekannt werden. Eriador ist zu diesem Zeitpunkt großteils eine Wildnis. Hier dieses Menschenreich Arnor, gegründet von Elendil, dem Vater von Isildur, den ihr sicher kennt. Das hat zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existiert. Und es finden sich nur ein paar verlassene Ruinen, so wie hier auf der Wetterspitze. Und Menschen siedeln nicht weiter westlich als hier in Bre. Das ist übrigens auch der einzige Ort, wo Menschen und Hobbits zusammenleben. Bis zum Auenland ist es aber trotzdem mal eine kleine Reise. Und die führt durch einen großen, alten Wald, der früher große Teile von diesem Gebiet eingenommen hat. Da treffen die Hobbits auf Tom Bombadil. Bisschen eine mystische Figur, sowohl innerhalb der Mythologie von Tolkien als auch, ich glaube, für viele Fans, die ihn gerne in den Filmen gesehen hätten. Nach Bre ist die Reise weitergegangen zur Wetterspitze, wo die kleine Gruppe auf die Nazgul trifft. Und der Anführer der Nazgul, das war der Hexenkönig von Angmar. Und das haben wir hier im Norden, diese Gebirgskette mit Gaundum, der alten Hauptstadt, von wo der Hexenkönig gegen das Menschenreich von Amor Krieg geführt hat. Hier Richtung Süden, nach Minhiriath, finden sich nicht mehr viele Siedlungen. Das haben die Menschen verlassen. Und die Elben findet man auch
weiter östlich, so wie hier im Bruchtal oder Vivendell. Das ist die Heimat von Elrond. Schon ganz nah hier am Nebelgebirge. In einem Tal, wie auch der deutsche Name schon verrät. Ein wunderschöner Ort hier, der ein bisschen von einem Tal in der Schweiz inspiriert wurde, das Tolkien besucht hat. Ich glaube, das ist wenig verwunderlich, dass er da mystisch quasi inspiriert war von der Landschaft in den Alpen. Das Nebelgebirge zieht sich hier von Norden nach Süden. Also von diesen Bergen von Angmar über das Bruchtal bis südlich nach Isengard. Aber da sind noch ein paar andere Sachen versteckt. Ein paar Gebiete, die wir anschauen sollten. Und vom Bruchtal gehen zwei verschiedene Wege weiter. Das hier ist der Weg aus der Geschichte vom Hobbit. Nach Süden geht's hier nach Moria. Da schauen wir zuerst hin. Das Moor in Moria ist übrigens das gleiche wie hier in Mordor. Da ist so viel wie dunkel oder schwarz. Und bezieht sich hier auf diese dunklen Höhlen unterhalb der Berge. Am Ende vom dritten Zeitalter ist Moria bereits verlassen und es finden sich dort nur mehr Orks und Trolle und der Balrog. Aber in früheren Zeitaltern wird das große, große Gebiet der Zwerge, die hier unter den Bergen ihre Minen hatten und zum Beispiel Mithril gefunden haben. Und neben den Pässen über die Berge kann man auch durch Moria unter den Bergen durch. Kommt auf der anderen Seite zu Lorien oder Lothlorien. Dort treffen die Gefährten auf Galadriel, bei den Waldelben. Ich mag die Szenen hier in Lothlorien wirklich gern. Es ist ein bisschen wie im Bruchtal, aber man hat das Gefühl, noch einmal ein bisschen mystischer, ein bisschen verzauberter, nicht mehr ganz Teil von unserer Welt. Ein bisschen magischer. Im Süden, am Ende des Nebelgebirges, findet sich dann noch Isengard, wo Saruman seinen Turm hat. Gleich neben Fangorn, diesem alten Wald, wo die Ents zu Hause sind. Die Hüter
Bäume, die letztlich gegen Isengard losziehen. Die Welt, die Tolkien erschaffen hat, war natürlich auch ganz stark geprägt von den Erlebnissen seiner Zeit. Und dazu gehört auch die Industrialisierung, die hier in Isengard ein bisschen widergespiegelt wird. Diese Zerstörung der Natur, die Schaffung von Maschinen und auch die Schaffung von Monstern, von den Uruk-hai hier in Isengard, ist vielleicht inspiriert von seinem Erleben, wie Menschen in Fabriken verschleißt wurden. Und ich glaube, man kann gut nachvollziehen, diese Fantasie der Bäume, die sich da erheben und gegen diese Zerstörung losziehen. Verwandeln wir nochmal zurück über die Berge bis zum Bruchtal. Da war ja noch ein zweiter Weg Richtung Osten. Hier ist der Fluss Anduin, der in den Süden sich runterzieht und die Wanderschaft hier kommt weiter in den Düsterwald. Der größte Wald in Mittelerde. Der aber nicht immer düster war. Düsternis hat erst Einzug gehalten mit Sauron, der sich hier verschanzt hat in Dol Guldur, bevor er sich wieder nach Mordor zurückgezogen hat. Ganz am anderen Ende vom Düsterwald sind hier die grauen Berge und der einsame Berg Erebor, den Bilbo gern noch einmal sehen möchte. Und wo sich der Drache Smaug findet. Da ist auch das Königreich von Thranduil. Das sind Elben, die Sindarin sprechen. Die anderen Elben, die wir getroffen haben, Elrond oder Galadriel, sprechen Quenya. Es sind zwei verwandte Sprachen, die sich langsam auseinanderentwickelt haben. Tolkien war ja Linguist und hat zum Beispiel auch Altenglisch studiert und war bei der Schaffung seiner Sprachen immer wieder inspiriert. Nicht nur von Altenglisch, sondern zum Beispiel auch von Finnisch, das er wunderschön gefunden hat. Also das haben wir hier beim Düsterwald. Und weiter östlich, haben wir schon gesagt, ist die Karte nicht mehr ganz ausgefüllt. Im Süden kommen wir dann nach Rohan. Zur Rittermark. Und apropos Altenglisch,
wie diese Reiterkultur in Rohan ist inspiriert von den Angelsachsen. In Edorasir zum Beispiel findet sich ja diese große Halle. Und die hat Tolkien wahrscheinlich übernommen von einem altenglischen Epos, Beowulf, wo es auch um so eine große Halle der Dänen geht, die heimgesucht wird von Grendel, einem bösen Widersacher, der letztlich besiegt wird. Und ihr seht, ich bin beim Lesen über Herr der Ringe ein bisschen abgedriftet zu den Quellen. Eine Grenze im Süden von Rohan ist hier. Wieder eine Bergkette, die Weißen Berge. Mit Helmsklamm im Westen und im Osten kommen wir zu Minas Tirith und Dos Giliath, die alte und neue Hauptstadt von Gondor, dem Königreich der Menschen, das von Isildur gegründet worden ist. Hier am Ende vom dritten Zeitalter ist auch Gondor nicht mehr so groß, wie es einmal war. Vieles im Süden wird nicht mehr beherrscht und die Nachfahren von Isildur sind nicht mehr in der Stadt, sondern Aragorn ist noch unterwegs als Waldläufer und kommt erst später zurück in die Stadt nach Minas Tirith. Diese Gebiete östlich vom Fluss grenzen an das Schattengebirge. Und dahinter findet sich Mordor. Dementsprechend ein gefährliches Gebiet, weswegen die Hauptstadt auch von Isgiliath nach Minas Tirith gerutscht ist. Und ihr könnt euch sicher an die Bilder von Minas Tirith erinnern. Diese weiße Stadt, die in den Berg gebaut ist. Mit den runden Mauern. 7 Schutzmauern und immer wenn man eine Mauer überwunden hat, geht es ein bisschen höher. Und oben findet sich dann dieser weiße Baum aus Númenor. Mordor ist ein Land der Dunkelheit. Hier liegt Barad-dûr, der Turm von Sauron und der Schicksalsberg Uruk-hai-ruin. Ganz viele Orte haben mehrere Namen in den verschiedenen Sprachen, die in Mittelerde in Verwendung sind. Ein anderer Name für den Schicksalsberg ist auch Amon Amarth, das dann eine Metalband als Inspiration genommen hat für ihren Namen. Und vielleicht kennt ihr auch diese Band hier, Gorgoroth. Das Plateau in Mordor,
rund um den Schicksalsberg, diesen Vulkan. Norden ist dann noch das Aschengebirge. Und wir sehen hier Minas Morgul, den Weg zum Schicksalsberg. Menschen leben auch weiter südlich und ich nehme an östlich, aber das ist auf der Karte nicht mehr dabei. So, wir haben hier Linda und der Erde mit dem Auenland. Das Nebelgebirge mit dem Bruchtal und Lothlorien, wo die Elben noch leben, bevor sie Richtung Westen wandern. Wir haben die verlassenen Minen von Moria, den Fangornwald. Fluss Anduin, der vorbeifließt durch Gondor. Rohan, die weißen Berge und schließlich hier hinter den Bergen. In der Welt von Tolkien ist immer wieder Thema, dass diese magischen Wesen die Welt langsam verlassen, dass Königreiche zugrunde gegangen sind, dass manchmal nur mehr Ruinen bleiben, die Lebensspanne verkürzt sich und Geschichten geraten in Vergessenheit. Es sind die Elben, die Mittelerde verlassen, von den Ents gibt's nicht mehr viele und die Zwerge sind nicht mehr da. Aber Sauron wird letztlich besiegt und die Menschen bleiben. Und mit den Menschen dann eben auch Geschichten, die manchmal gut sind, um ein bisschen Abstand zu bekommen vom grauen Alltag, aber die ganz viele Leute auch inspirieren und miteinander verbinden. Geschichten leben ja davon, dass man sie erzählt und sich austauscht damit und dann gerne auch weiter erzählt. Und heute ist diese Geschichte dazu da, dass ihr hoffentlich gut träumt und vielleicht das jetzt gar nicht mehr hört, weil ihr schon eingeschlafen seid. Ich wünsche euch jedenfalls einen erholsamen Schlaf und wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zusehen und bis bald.